Uiui, was heftig. Solche Nachrichten für Kräfte auslösen können, echt verblüffend. Naja, wäre schade, wenn die ganze Menschheit nur so funktionieren würde wie ich. Ja, aber ich konnte absolut nicht schlafen danach. Und habe mir Gedanken einer Lösung gemacht. Ja, Baupläne gibt es ja mittlerweile mehr als genug im Netz, ne? Da braucht man sich nur bedienen, ne? Man hat die Qual der Wahl. Tja, das war die erste Wahl gewesen, die ich versucht habe, hier Scheibe mit Magneten, immer Nord-Süd, Nord-Süd, Süd, Nord-Süd, ne? Ja, und dann zwei solche Kupferhalbschlaufen, die, wenn möglich, die Magneten natürlich nicht berühren sollen. Ja, und wenn jetzt meine Kupplung hier das noch aushalten würde, dann würde das Ding auch funktionieren. Aber ja, alles etwas provisorisch, ne? Ja, aussehen könnte es dann so. Wie gesagt, die Batterie ist nicht ganz voll, ne? Ihr habt gemerkt, die geht ziemlich schnell in die Knie und die Kupplung hier dreht durch, wenn er dann hier an die Grenze kommt, aber die Dinger werden warm, auf alle Fälle. Funktionieren tut es schon mal. Ja. Allerdings, ich weiß nicht so richtig, ob das so richtig das energiesparendste ist. Ne? Ist schon mal ziemlich verblüffend, ne? Nur mit Magneten da irgendwelche Kupferrohre heiß machen, aber ja, gibt ja mehr Anleitungen, ne? Ja, das ist ein Ding, was ich auf Graviflight gefunden habe. Da ist die Anleitung ein bisschen größer ausgeführt, da muss man Netzstrom nehmen und Brückengleichrichter, also richtig lebensgefährlich, das, was die dort veröffentlicht haben, haben sie also zugeschrieben, ne? Also dass es ziemlich gefährlich ist. Ja, ich wollte es ein bisschen ungefährlicher machen. Und zwar mit einem Bedini-Motor, hier mit dem kleinen. Und unsere altbekannte Schaltung zur Zündspule. Und dann betreiben wir halt mit unserer Zündspule keine Neonlampen, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Ja, sondern wir wollen da etwas Plasma entstehen lassen. Ne? Das ganz dünne Ding hier vorne dran, ich weiß nicht, ob ihr das da erkennen könnt. Versteht mich, dass ich da ein Dreckschissglas genommen habe, ne? Also die sauberen brauche ich selber noch. Ja, das ist jedenfalls ein ganz dünner Wolframfaden. Ist in solchen, ich glaube in Föhnen ist das mit verbaut, ne? Das hier ist das Drahtzeugs drumherum. Die halten sehr hohe Temperaturen aus. Ja, unten das ist eine Edelstahl-Keramiklüsterklemme, ne? Das ist die Hälfte davon. Und dann Kupferlack-Drahtkabel dran gemacht. Ne? Ja. Oben ist Minus, unten ist Plus. Ist das so? Ja, keine Ahnung, Hauptsache Hochspannung jedenfalls. Kann ich ja hier gar nicht so richtig mitkriegen. Ne? Naja, jedenfalls Hauptsache das Plasma da drin fließt dann schön. Gut, und das ist der Bedini-Motor. Das ist die ganze Stromansteuerung dazu. Ich weiß nicht, ob ihr vergleichbare Videos schon mal gesehen habt, wo man solche Plasma-Lautsprecher bauen kann und so. Na, ich meine, die Ansteuerungen dafür, die ziehen ja echt viel Strom. Das Ding hier dürfte nicht mehr. Also das ist hier eine 500 mA Sicherung, ne? 0,5 Ampere bei 12 Volt. Tja, und da kommt die Sicherung jedenfalls nicht, ne? Schön hoch. Hier ist noch nichts. Okay, gehen wir etwas weiter weg, dass ihr seht, wie ich das hier ranschließe. Mo. Ah ja, das ist ja her.
der fietscht sich jetzt wieder am Ast, ne? Mhm. Und hier haben wir wunderschönes Plasma. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Wenn wir das jetzt noch hinkriegen, das Plasma im Wasser leuchten zu lassen, ne? Ja, das ist schon echt nicht schlecht. Ja, aber das soll ja mit Hilfe von Pottasche oder Natriumbicarbonat, auch Natron genannt, ne, funktionieren. Ein bisschen destilliertes Wasser mit dazu. Hey, was geht jetzt? Krass. Heftig. Auch nicht schlecht. Interessant. Mal gucken, ob wir das unter Wasser hinkriegen. So, wie viel sagen Sie jetzt? Kommt hier rein? Ach hier, 5 Gramm pro Liter. Pottasche. Mhm. Na gut, probieren wir es mal. Tja, so einfach wird es wohl nichts werden. Da brauche ich wohl noch etwas Hilfe dabei. Hm. Oszillieren tut er. Wasser dürfte so ungefähr bei 70 Grad jetzt sein, ne? Anhitzen stand da irgendwie drin, aber ja, jetzt habe ich den Wolframdraht so weit runter, dass er das Ding sogar schon fast berührt und selbst dann kommt kein Funken. Ja, ich meine, hier drin sieht es ganz schön aus. Das müsste jetzt eigentlich da im Wasser fließen. Hm. Der müsste im Wasser fließen, der Strom, ja. Aber macht er nicht. Warum? Plasmaheizung Teil 2. Diesmal wollen wir mal gucken, ob wir dieses Experiment vom Jean-Louis Naudin, wenn das so ausgesprochen, Naudin, gucken, ob das so funktioniert. Also hier zwei Kohlestäbe in einer Wasserflasche drin mit einem ganz, ganz geringen Abstand. Ausgerechnet da, wo man jetzt normalerweise diesen Schlitz erkennen sollte, ist natürlich wieder so ein... Ah, hier sieht man noch. Hier ein kleiner Schlitz, ne, dazwischen. Ja, das hier ist von alten Batterien. Da gibt es solche Zink-Kohle-Batterien, ne? Also dafür sind die echt top. Die haben so einen Kohlestab in der Mitte, der dafür sehr gut gehen soll. Naja, ich wollte erstmal wieder ein bisschen vorsichtig anfangen. Also nicht gleich mit Netzspannung rangehen, sondern erstmal mit 12 Volt über einen Bedini ein bisschen Hochspannung kreieren. Aber irgendwie, das Ding macht alle möglichen Sachen ja nicht das, was es machen soll. Ich kann ja mal anschließen. Klingt gut, ne? Was auch immer der jetzt hier macht. Ich mache wirklich gar nichts. Hier ist meine zweite Hand, ne? Das macht er alles von selber irgendwie. Trotzdem leuchtet hier drin noch absolut überhaupt gar nichts.
Nee, da leuchtet noch gar nichts. Na, dann müssen wir halt doch mal Netzspannung nehmen, wa? Na gut, ist es soweit. Die große Netzspannung kommt. Na, ich bin gespannt, Leute. Bereit? Wow! Sah gut aus. Kurze Zeit zumindest. So, meine Sicherung kam jetzt erstmal. Weiter probieren. So ein Mist. Meine schönen, fetten Gleichrichterdioden hat es durchgehauen. Ja, da brauchen wir erstmal andere Gleichrichter. Na denn, bis später. Dann wollen wir den Fauxpas vom letzten Mal bereinigen. Ja, da bin ich Trottel direkt ins Netz gegangen mit einer Gleichrichterbrücke. Und dass das einen vollkommen kurzen in der Leitung gibt und auch eine 10 Ampere Sicherung dann durch ist, ist ja kein Wunder, ne? Weil in der Originalanleitung haben sie ja einen Lastwiderstand mit dazwischen. Ja, ich habe leider keinen 50 Ohm Widerstand, 1 Ohm, nee, 1 Ohm Widerstand, ne? 50 Watt habe ich leider keinen da. Aber ich habe mir gedacht, zwei 25 Watt Glühbirnen in Reihe tun es ja genauso. Ja, mal gucken. Ja, jetzt habe ich hier nur noch Gleichrichter mit einem D ganz hinten dran und das heißt bei denen, dass sie bis 200 Volt gehen. Ich weiß nicht ganz genau, ob man da 230 Volt draufjagen sollte, deshalb gehe ich jetzt zur Sicherheit mal mit einem Step-Down-Transformer, der aus 220 Volt oder 230 Volt 110 Volt macht und maximal 100 Watt liefert er. Also müsste vollkommen ausreichen, wenn ich hier 50 Watt dranhängen habe. Ja, sind wir halt mal wieder gespannt. Na denn, auf ein neues. Seid ihr bereit? Aha. Naja, gut. Ein Blitz bildet sich noch nicht drin, ne? Und die Lampen leuchten nur ein bisschen. Ja, oder soll ich wirklich mit 230 Volt drauf gehen? Gucken wir mal. Okay, dann jetzt nochmal wieder mit direkt 230 Volt. Aber zwei Lampen mit dazwischen geschalten. Okay, und? Also die Lampen leuchten zwar schön, aber mehr als blubbern tut es da drin auch nicht. Ne? Na gut, jetzt haben wir noch die Option, die Lampen parallel zu schalten. Ne? Aber. Sprudelt wie Sau, Lampen leuchten schön, aber kein Blitz im Glas. Hier jetzt nochmal die genaue Anleitung, so wie ich es gemacht habe. Also 3 12 Volt Batterien in Reihe geschalten, dann mir einen Mega Widerstand gebaut, also jeder so ein Widerstand hat 0,56 Ohm gehabt. In der Originalanleitung stand, dass man einen 1 Ohm Widerstand mit 50 Watt Belastung bräuchte. Ja, einer von mir hat 4 Watt Belastung, ja, die sind immer noch ein bisschen warm, ganz schön an die Grenze gekommen. Also insgesamt komme ich ja auf 40 Watt bei 1 Ohm. Ja. Und dann wieder drin beschrieben, das in Reihe dann hier ranschalten. Nun denn, mit, ja, ich habe nur einen 40 Watt Widerstand mit einem Ohm. Auf ein neues. Oh, jetzt. Juhu, es geht, krass. Heftig. Ausschalten.
Wuhu! Juhu! Brrr. Mir stinkt hier ganz schön. Krass. Krasse Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also. Wie destilliertes Wasser doch stinken kann. Na gut, hier das mit diesen Krokoklemmen, da ist natürlich ein Haufen Strom drüber gegangen. Ne? Aber ja, hat gut funktioniert. Ne? Einfach dann die Flasche, also die zwei Kohlestäbe ganz nah aneinander, sodass sich berühren und dann ganz langsam mit dem Schraubstock dann zudrehen, damit sie auseinander gehen. Ja, und irgendwann hat man dann den Punkt und wow, schön. Naja, endlich funktioniert mal was. Wollen wir die zweite Version mit ordentlicher, hier guckt ein bisschen raus, mit ordentlicher Wolfram-Anode, ne, was dann ganz, ganz hohe Temperaturen angeblich aushält. Wollen wir mal probieren, wie das funktioniert. Wolframdioden werden ganz schön abgenutzt. Irgendwie muss man sich dann noch ein bisschen was anderes ausdenken. Ganz so optimal ist es noch nicht.